Wir bei Gold Luxury legen immer sehr viel Wert darauf, dass wir nicht nur Rolex im Programm haben. Deswegen haben wir viele verschiedene Marken und heute haben wir viele Sachen da und nichts davon ist von Rolex. Liebe Leute, bevor es losgeht, ganz, ganz kurz. Wir geben uns immer richtig Mühe, um euch zu entertainen, um euch vielleicht einen Mehrwert zu bieten, um euch zu informieren, was Geiles zu zeigen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns supportet, uns ein bisschen Liebe da lasst, Daumen nach oben, teilen und so weiter. Abonniert die Glocke. Jetzt. Und kauft alle Uhren. Und los geht's. Alles, was ihr hier seht, ist eigentlich aus dem letzten Watchdrop, den wir gemacht haben, sprich letzte Woche. Und wenn ihr dieses Video seht, vermutlich 2 Wochen her. Das heißt, kann sein, dass nicht mehr alles im Shop ist. Und wir starten eigentlich mit einem meiner Highlights von diesem Drop. Und zwar dieser extrem geilen JLC Reverso in Grün. Und man sieht dieses grüne Blatt, das ist absolut geil. Der grüne Strap passt saugeil dazu, also ich liebe diese Uhr. Und dann natürlich hier die klassische Reverso-Funktion, die man hat. Ich habe die Uhr, als ich die erhalten habe, ohne Scheiß angeguckt und dieses olivfarbene, dieses schimmernde auf dem Blatt, das wirkt wie so ein kleines Kunstwerk von denen. Das hört sich jetzt echt komisch an, aber die Uhr ist einfach komplett stimmig. Das Geile an dieser Reverso in der Farbe ist natürlich auch, man sieht sie nicht wirklich oft. Also die haben sie ja relativ frisch, sage ich mal, rausgebracht. Klar, wird jetzt schon eine Zeit lang produziert. Aber in dieser Farbkombination mit diesem Blatt sieht man die nicht oft, weil es halt eine absolute Liebhaberuhr ist. Als nächstes kommt eine Uhr von Breitling und zwar ein Chronomat in 44 mm Stahlgold. Alles, was ihr hier an Gold seht, ist goldbeschichtet. Aber das, was bei der Uhr ganz besonders ist und was man immer wieder hervorheben muss, ist das hauseigene Manufakturwerk B01. Weil das ist nämlich ziemlich gut, das ist richtig gut, eins der besten Chronographenwerke. Das Schöne hier ist, wir haben hier dieses Pilotenarmband. Das Gold wirkt nicht billig oder nicht irgendwie ja, too much oder angeberisch, sondern es ist insgesamt eine sehr stimmige Uhr. Und dadurch, dass es ja eine Chronomat ist und die Chronomat gibt es seit bestimmt 30, 40 Jahren, hat sie auch so ein bisschen was Ikonisches an sich. Also ich finde, die hat einen hohen Wiedererkennungswert. Sie hat auch einen hohen Listenpreis, wenn du mich fragst. Sie hat einen Listenpreis von 14.000 Euro oder so. Das ist wirklich brutal. Was man aber bei Breitling immer sagen muss, ist, Listenpreis ist nicht gleich Sekundärpreis. Wir liegen hier im Sekundärpreis bei ungefähr der Hälfte bis ein bisschen drüber. Also zwischen 7.500 und 8.500 Euro. In meinen Augen ist das auch ein Preis, wofür ich die Uhr auch kaufen würde. Für 8.000 Euro machst du bei dem Ding gar nichts falsch. Es geht weiter mit der nächsten Reverso. Also irgendwie manchmal ist es so, die Uhren kommen in Wellen. Wir hatten jetzt echt länger keine Reverso mehr auf Lager. Bestimmt, ja. Ist jetzt die zweite, also auch Man Size. Und was man hier natürlich bei dieser Reverso hat, hier ähnliches quasi Spiel wie bei der anderen, die ist relativ günstig. Also ich finde sie affordable. Ich würde nicht sagen günstig, aber es ist eine gute Einsteiger-Reverso einfach. Die Reversos, die werden natürlich auch relativ schnell teuer, 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 teuer. Bei der hier liegt man knapp bei 5.000 Euro, was natürlich auch, sage ich mal, wenn man jetzt über Einsteigeruhren redet und man überlegt sich eine Datejust 36 zu holen, wenn man jetzt der eher exotischere Typ ist sozusagen, könnte man auch ganz einfach auf diese Reverso gehen. Und was ich natürlich auch lieb ist, halt diese Faltschließen, die sie haben, dass es keine Dornschließen sind, wo die Uhr runterfallen kann oder so. Ich liebe Faltschließen, ist absolut komfortabel. Und es ist halt einfach der Klassiker schlechthin. So eine Reverso gehört eigentlich in jede Sammlung. Wunderschöne Dresswatch. In meinen Augen ist es aber auch eine Uhr, die man klassischerweise wirklich auch zum Anzug trägt oder zum Hemd. Keine reine Streetwear nicht oder Jeans- und T-Shirt-Uhr. Das ist wirklich was Besonderes. Genau, dann kommen wir wieder zur nächsten Uhr. Das ist eine wunderschöne Super Ocean Heritage. Was ganz, ganz viele Leute an der Uhr faszinieren oder sehr geil finden, ist das Milanese-Band. Das machen nicht viele Hersteller, aber bei Breitling, die machen das. Und die machen das sogar relativ schön hier mit den Schrauben. Das heißt, man kann es sogar kürzen, ohne es zu schneiden oder beim Uhrmacher anpassen zu lassen. Sondern kann man relativ selber mit einem Set, wenn man sich eins holt, relativ einfach selber machen. Wieder mit einer Faltschließe, also auch hier wieder, da müssen wir nur schauen, dass wir es aufbekommen. Und echt in einem super, super tollen Zustand. Man sieht, das ist für Breitling sehr typisch, das machen die schon seit Ewigkeiten. Die haben hier so eine Anti-Reflexionsschicht auf dem Glas und die ist bei beiden Modellen hier super erhalten. Es geht weiter, auch mit einem Exoten, hatten wir so noch nie auf Lager, und zwar eine Zenith Captain Windsor. Und wie man sehen kann, mit blauem Blatt.
Also gerade gibt es keine online von, mit blauem Blatt. Die gibt es auch mit weißem und mit silbernem Blatt. Ich finde blaues Blatt persönlich wirklich am schönsten. Und das Geile an dieser Uhr ist, man hat einen Annual Kalender, der sehr affordable ist. Also wir liegen hier im Bereich unter 5.000 Euro, oder Marco? Bei knapp 5.000 Euro. Man hat einen Annual Kalender, man hat ein blaues Blatt, man hat eine Datumsanzeige, eine Tagesanzeige, eine Wochentagsanzeige und jeder, der mich kennt, weiß es, was jetzt kommt, wenn ich so begeistert bin von Uhren. Man hat einen Sichtboden. Mm. Und bei Zenit liebe ich natürlich diesen Rotor, da wo auch wieder der Zenit-Stern ist, genau auch wie bei der Schließe. Man hat hier eine Dornschließe verbaut. Dornschließe bin ich nicht der größte Fan, aber ganz ehrlich, für diese Uhr würde ich sogar eine Dornschließe in Kauf nehmen. Es geht weiter mit einer richtig geilen, und das ist für Leute mit größerem Handgelenk, die vielleicht bei der Breitling oder bei den Breitling schwach geworden sind, mit einer IWC Yacht Club. Und das ist erstmal ein richtiger Klopper. Also hast hier wirklich mit, was sind das, 44 mm, hast echt ein Riesengerät am Handgelenk, aber... Ich glaube 43,5. Ja, könnte sein. Auf jeden Fall groß. Ja, du hast auf jeden Fall ein Riesengerät am Handgelenk, ohne aber, dass das Ding, sag ich mal, zu klobig oder sportlich wirkt. Das ist wirklich auch eine elegante Uhr. Wer das passende Handgelenk dafür hat, für den kann das eine richtig schöne Uhr sein. Und da ist der Name, finde ich, passend. Das ist so eine geile Uhr für den Yachtclub. Ja, ich sag, es gibt ja manchmal auch so dumme, unnötige deutsche Wörter. Mhm. Eins davon ist sportlich elegant. Ja, ja. Und ich glaube, das ist aber genau das, das Wort. Das ist sportlich elegant. Also tatsächliche Allrounder-Uhr, würde ich sagen. Ja, wieder mit Chronograph hier, Datumsanzeige. Also eigentlich alles, was man braucht. Schön mit Faltschließe, das heißt, wir müssen uns hier nicht wieder mit so einer Dornschließe abmühen. Und jetzt kommt das Besondere, da wird der Patrick jetzt natürlich sehr, sehr unruhige Nächte haben, wenn er dran denkt. Es geht weiter mit einem Klassiker, der aber gar nicht so der Klassiker ist. Und warum? Es ist eine Santos mit blauer Lünette. Sieht man selten tatsächlich. Ich war am Anfang, als wir sie angekauft haben, als ich sie auf den Bildern gesehen habe, so ein bisschen... Ich dachte mir so, ja, sehr spezielle Uhr, das muss man mögen. Ich habe es jetzt heute das erste Mal live gesehen, weil Marco hat quasi den Deal abgeschlossen. Und ich muss sagen, es ist zu dieser klassischen Stahl-Santos, also sagen wir alles Stahl, Lünette-Stahl, Hochglanzstahl, wo man auch relativ schnell Kratzer natürlich reinbekommt in diese Hochglanzlünette, eine sehr geile Alternative. Also so, weiß nicht, so, es bringt so ein bisschen eine Frischheit rein, dieses Blau. Und dadurch, dass es natürlich nicht durchgängig ist, sondern hier auch diese Fräsungen hat, spielt diese Uhr und die Lünette natürlich auch extrem mit dem Licht. Und was man auch sagen muss, ist, dass das Blau natürlich, wir haben hier auch blaue Akzente auf dem Zifferblatt, wir haben die Krone, die bei der Santos immer blau ist. Und das Ganze, das gibt in meinen Augen halt ein richtig schön cleanes Bild ab. Das ist richtig, richtig geil. Also ich glaube, das ist mit eine der Uhren, die ich auf den Bildern niemals für schön gehalten hätte, aber in echt tatsächlich bin ich Fan, muss ich sagen. 100%. Die Größe auch perfekt, das Band wie bei jeder Santos perfekt. Und du kannst vor allem, das Schöne bei der Uhr ist, du kannst das Band ja auch wechseln, du kannst da das, ich glaube, da ist ein Kautschukband noch dabei, das kannst dann ranmachen, das sind blau und dann sieht das Ding nochmal richtig geil aus. Also für mich wäre das, wenn man sagt, eine Uhr, das ist deine Collection, nur eine Uhr, dann wäre das wahrscheinlich eine Santos, weil das Schnellwechselsystem gibt dir so viele Vorteile. Also brutal geile Uhr, würde ich auch in meiner persönlichen Sammlung sehen, wenn ich die Kohle hätte. Schade, dass wir arm sind. Als nächstes kommen wir wieder zu einer IWC. Diesmal viel, viel schlichter, viel, viel tragbarer, weil das einfach für die breite Masse eine Größe ist, die jeder tragen kann. Ja. Bei uns wird es jetzt schon ein bisschen dunkel, da wirkt es eher schwarz. Ja. Im Sonnenlicht hast du wirklich dieses Blau. Und ich finde den Namen halt so geil. Mark 20. Das ist so... Marco 20. Merkt euch, das ist meine Uhr. Und bei der Uhr ist halt weniger einfach mehr. Du hast hier wirklich nur Datum und Uhrzeit. Kein Schnickschnack, kein Chronograph. Du hast ein schönes Lederband mit einer Dornschließe. Kein Sichtboden, aber dafür, und das hat jetzt IWC auch cool gemacht, aber mit dem Schnellwechselsystem kannst du relativ schnell die Bänder wechseln. Wenn du eine IWC willst, wenn du eine Fliegeruhr willst, dann denkst du eigentlich genau an so ein Design. Und dann enden wir auch mit einer extrem geilen Uhr. Also ich bin echt Fan. Preis-Leistung bei der Uhr stimmt einfach auch. Zenit El Primero Chronomaster. Was ist das Besondere hier? Auf Stahlband gibt es auch nicht allzu oft.
Und was eigentlich noch besonderer ist, man sieht es hier an der Tages- und Monatsanzeige, deutsche Auslieferung. Und das ist halt extrem geil. Die kommt auch in einem sehr, sehr geilen Set. Also da könnt ihr mal auf unsere Website gehen und euch... Bild Nummer 15. Wir haben jetzt auch Tragebilder. Also wir haben auch unsere Bilderlogik geändert sozusagen. Das heißt, ihr seht jetzt auch immer, wie die Uhr am Handgelenk wirkt. Sehr geil. Und die kommt echt in einem geilen Set. Und man sieht auch insgesamt, wenn man sich hier diese Uhr anschaut, also der Zustand ist traumhaft. Man sieht dann auch hier sofort eben wieder den Sichtboden. Man hat hier quasi die Drücker zur Verstellung von den verschiedenen Tagen, Funktionen, genau, dass man die einfach bedienen kann. Man hat natürlich auch die Chrono-Funktion, der Drücker vom Chrono, der hat auch eine extrem geile haptische, Das haptische Feedback bei den Zenit-Drückern ist schon immer richtig, richtig also crispy. Also sehr, sehr schöne Uhr, die auch hier im Band, natürlich, ich finde das Stahlband macht viel aus bei der, die spielt da sehr stark mit dem Licht durch das, wie das Band einfach gearbeitet ist. Und dadurch, dass man natürlich alle Anzeigen hat, die man sich so vorstellen kann, sehr, sehr geiles Ding. Bei der Chronomaster finde ich immer das Schönste, dass man auch hier wieder eine Uhr hat. Wenn du die jetzt aufs Lederband packst, da bin ich, also ich muss sagen, das ist eine der Uhren, die ich eher am Lederband mag. Echt? Ja. Ich nicht tatsächlich. Weil ich finde, das ist eine Uhr, die halt auch super gut funktioniert am Lederband. Ja, funktionieren tut sie definitiv. Und 100%. Da sieht es auch nicht befremdlich aus. Also insgesamt ein Allrounder, auch so eine Uhr, die Potenzial hat, so ein Daily Beater zu werden, aber dafür gleichzeitig... Ja, aber dafür ist sie fast zu schade. Wenn man gerne das Stressige mag, dann ist das, finde ich, wenn du vor allem Preis-Leistung vergleichst, dann hast du eine überragende Uhr für ich sag mal, ein schmales Budget mit vielen Funktionen, vielen Komplikationen. In meinen Augen unterbewertet. Definitiv. Aber das ist generell bei Zenit so. So, zum Abschluss. Wir fragen euch natürlich, was würdet ihr von diesem Tablett wählen? Wenn ihr eine Uhr wählen dürftet, schreibt es in die Kommentare. Marco, was ist deine? Ich glaube, tatsächlich bin ich da bei der Die Santos. Okay. Bei dir? Die Reverso. Ich finde sie absolut geil. Ja, ich hätte jetzt echt gedacht, du sagst sie Captain Windsor. Ja, die ist auch geil. Keine Ahnung, alle. Nur eine. Ein Tablett. Das ganze Tablett. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare, was ihr nehmen würdet. Wenn euch irgendwas interessiert, wenn ihr Fragen habt, schaut auf die Website, stellt den Kontakt zu uns her. Ihr landet bei Marco. Und der beantwortet euch eure Fragen. Bis zum nächsten Mal. Kauft diese Uhren und abonniert die Glocke. Tschüss.